Es ist Anfang September 2021 und wir sind zum dritten Mal in Berlin im Haus der Land- und Ernährungswirtschaft. Und wir richten hier heute das Event Alles auf Startup aus. Im ersten Teil, der schon hinter uns liegt, hatten wir den Contest, einen Pitch von 5 Startups aus dem Agri-Food-Bereich. Und die haben hier alles gegeben, teilweise live, teilweise online. Und wir haben einen würdigen Sieger gefunden und insgesamt uns mit Themen beschäftigt, die über Blockchain und die gesamten agrarischen Entwicklungen aufgreifen. Und heute Nachmittag wird es weiterhin spannend sein. Wir haben Experten, Professoris aus den verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft und der Ernährungswirtschaft. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie sieht eigentlich die Eiweißernährung der Zukunft aus? Was kommt hinzu? Was entwickelt sich weiter? Und welche Perspektiven haben die tollen tierischen Produkte, die unsere Basismitglieder ja in der Regel herstellen? Und dann werden wir uns auch über die grundwichtigste Frage der Unternehmensgründung kümmern. Wie finanziere ich die ganze Geschichte? Wie funktioniert das zu Beginn, vielleicht vor der Gründung, und wie funktioniert das in den ersten 2 Jahren der Grundentwicklung und dann beim Scaling Up, wenn ich größer werden will und vielleicht sogar anstrebe, national, europaweit oder eine internationale Rolle zu spielen mit meiner unternehmerischen Idee. Der Deutsche Bauernverband steht mit den Partnern Andreas Hermes Akademie und der Agri-Food Society dafür, hier ein Netzwerk zu schaffen, hier in Berlin und auch deutschlandweit, um innovative Gedanken von Startups, von Gründern, von zukünftigen Gründern mit Landwirten, Junglandwirtinnen zusammenzubringen und daraus einen Mehrwert zu generieren. Und ich glaube, wir sind schon fester Bestandteil der Agri-Food-Startup-Szene in Deutschland. Warum macht die Landwirtschaftliche Rentenbank hier mit, beziehungsweise unterstützt ja noch diesen Preis? Und der Grund ist sehr einfach, dass wir glauben, an der Seite der Bauern als Landwirtschaftliche Rentenbank heißt künftig, dass wir Altes, Bewährtes mit neuer Technologie und Innovation zusammenbringen, damit wir die Branche, die Landwirtschaft und die Ernährungswirtschaft zukunftsfähig machen können. Da wir zugespitzte Zielkonflikte haben zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem, die mehr als früher auf uns alle zukommen, glauben wir, dass wir in dieser Kombination die Lösung finden. Denn mit den Lösungen von gestern können wir nicht die Probleme von heute und morgen angehen. Und deswegen machen wir hier mit und begleiten Startups dabei, die Land- und die Ernährungswirtschaft dabei zu unterstützen, gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Ja, wir freuen uns als Andreas Hermes Akademie, diese Veranstaltung, die Future Agro Challenge, dieses Jahr im zweiten Mal durchführen zu dürfen, mit dankbarer Unterstützung von der Landwirtschaftlichen Rentenbank hier im schönen Gebäude vom Deutschen Bauernverband. Den Startups gerade im Agtech- und Foodtech-Bereich eine Bühne zu bieten, das ist uns ein Anliegen. Dort im Bereich Personal, Qualifizierung oder Organisationsberatung zu helfen. Vor allem aber hier eine Vernetzungsfunktion wahrzunehmen, diese Veranstaltung zu gestalten, einen interessanten Wettbewerb auszuschreiben. Ganz besonders spannend finde ich, auch für die Zukunft, dass eben dieses Feedback einer möglichst breit gestreuten Jury von Praktikern aus der Forschung bis hin zu den Institutionen und Investoren hier auch einen Platz findet, um den jungen Startups eben ein gutes Feedback zu geben, eine Rückmeldung zu geben, worauf man noch achten kann, und natürlich auch den Sieger dann für den internationalen Wettbewerb dann in diesem Jahr nach Athen zu schicken, beziehungsweise nächstes Jahr, aber so, dass es dort Möglichkeit gibt, sich als Startups weiterzuentwickeln. Ja, die Future Agro Challenge legt den Finger gewissermaßen in die Wunde. Wir haben ehrgeizige Ziele, gesellschaftlich, europäisch, global, und ein erheblicher Teil dessen, was wir an Klimafreundlichkeit, Umweltbezogenheit brauchen, wird sich nur über Innovation machen lassen. Und wo fängt Innovation an? Innovation fängt an im Kopf. Innovation fängt an in der Garage. Innovation fängt an im Labor. Und irgendwo müssen die Ideen raus aus den Kämmerchen, aus den Labors, aus den Garagen, in denen sie entstehen, in denen sie entwickelt werden. Und dafür braucht man sozusagen eine Bühne. Und das ist der große Wert, den wir heute gesehen haben. Eine Bühne, oder man könnte auch ein bisschen moderner sagen, eine Plattform,
auf der das zusammenläuft. Und ich glaube, so hat jeder, der heute hier ist, wir als Juroren auch Impulse mitbekommen. Auch das gute Gefühl, dass Ideen unterwegs sind, mitnehmen können. Wir können ja ein bisschen in die Zukunft gucken, denn vieles von dem, was wir heute gesehen haben, ist in einer sehr frühen Phase, in einer Phase, in der Prototypen da sind, in der Patente da sind, in der Ideen sozusagen in Transition sind, in Veränderung sind. Aber wir haben noch keine durchdrungenen Märkte. Und das wird spannend werden. Wer macht das Rennen? Welche Idee setzt sich durch? Und diesen Fokus auf die Notwendigkeit, Kreativität zu unterstützen und Zukunft über Lösungen und nicht nur über Probleme zu gewinnen.